Hallo zu einem neuen Video Elvenar. Es sind schon wieder 3 Wochen vergangen seit dem letzten Video. Ich hatte zum einen relativ wenig Zeit, weil ich alles, was ich nicht mit Arbeiten beschäftigt war, in meine Videos gesteckt habe an Zeit. Aber ich hatte letzte Woche auch einfach ein bisschen zu wenig Material, fand ich. Deswegen habe ich noch eine Woche gewartet und heute kommt eben das nächste Video. Und ich fange einfach auch direkt damit an, was ich alles Neues gemacht habe. Ich habe zum Beispiel 3 neue Erweiterungen bekommen. Die habe ich natürlich auch alle direkt platziert und habe den Platz auch genutzt, wobei ich immer noch relativ viel freien Platz habe, wo ich noch nicht weiß, was da hinkommt. Aber einen Teil des Platzes habe ich genutzt, um zum Beispiel neue Werkstätten zu bauen. 2 Stück, weil ich einen Vorrätemangel hatte. Und zwar konnte ich wieder mal keine Einheiten ausbilden, weil mir die Vorräte ausgegangen sind, beziehungsweise hätte ich Einheiten ausgebildet, was teilweise dann auch schon nicht mehr ging, dann hätte ich auch keine weiteren Gebäude mehr upgraden können. Und weil ich lieber Gebäude upgrade, um auch im Spiel allgemein weiter voranzukommen, habe ich mich dazu entschieden, okay, ich stoppe mal wieder die Einheitenproduktion, ich stoppe mal wieder die Güterproduktion und investiere alles, was an Vorräten reinkommt, in die Upgrades von weiteren Gebäuden, weil sonst bringt mir das alles nichts. Also habe ich meine Werkstätten vor allem von Stufe 13 auf Stufe 15 geupgradet. Teilweise sind sie, also 3 Werkstätten sind noch auf Stufe 14, aber das kommt auch noch die nächsten Tage. Da habe ich jetzt gerade das Problem, dass ich zu wenig Bevölkerung habe. Aber auch das versuche ich zu beheben natürlich, indem ich meine Wohngebäude zum Beispiel von Stufe 13 auf Stufe 14 gebracht habe. Auch diese sind teilweise sogar schon auf Stufe 15. Und zu den Werkstätten, wie gesagt, die ich zum Großteil schon 2 Stufen hochgebracht habe, habe ich auch noch 2 neue gebaut. Die sind zwar noch nicht annähernd auf Stufe 13, das dauert noch ein bisschen, weil ich halt bloß 1-2 Mal täglich online komme, was auch damit zusammenhängt, dass ich eben die meiste Zeit in Videos oder Forge of Empires bzw. in Forge of Empires Videos investiere. Forge of Empires selbst lässt gerade auch ein bisschen zu wünschen übrig, aber es geht irgendwie voran, wenn auch immer schön langsam und gemächlich. Als ich noch genügend Vorräte hatte, habe ich auch Rüstkammern weiter geupgradet. Von Stufe 10 auf Stufe 11 sind jetzt die meisten zumindest, also 4 von 5. Eine steht immer noch auf so einer ganz kleinen Stufe irgendwo in der Stadt rum, wo ich nicht mehr genau weiß, wo sie steht. Aber der Großteil der Rüstkammern, die eben so in einer Linie da steht, neben den Wohngebäuden, die sind jetzt auf Stufe 14 geupgradet. Habe ich 14 gesagt? Ich meinte Stufe 11. Nebenbei gehe ich Tipps nach, die ich ja unter den letzten Videos bekommen habe und auch in den letzten Videos schon genannt habe. Zum Beispiel, dass ich mehr Beschleuniger holen soll oder sammeln soll, die ich in Events verwenden kann, um Events dann eventuell besser spielen zu können. Diesen Plan verfolge ich aktiv, zum einen über den Turm der Ewigkeit, wo ich blöderweise nicht wirklich weit komme. Also ich bin noch nie, und das ist ernst gemeint, noch nie über die 2. Tür hinweggekommen. Die erste, okay, das ist kein Problem, dann noch ein bisschen weiterkämpfen und dann kommt diese eine Ebene und da bin ich noch nie rübergekommen, über diese 2. Tür, die dann da noch folgt. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich verliere super viele Einheiten, ich kann da nicht mehr weiterkämpfen, maximal noch verhandeln, aber da gehen dann halt auch so viele Güter drauf, dass ich mich das bisher nicht so getraut habe, da noch großartig weiterzumachen. Also, wenn ihr für den Turm der Ewigkeit irgendwelche Tipps habt, dann schreibt sie mir auch gerne mal in die Kommentare. Ich weiß gerade nicht, was da mein Fehler ist jetzt, ob ich vielleicht irgendwie versuchen sollte, meine Einheiten weiter, ja, zu upgraden ist das eine, das kommt ja über die Forschung, aber eben vor allem auch irgendwie stärker zu machen. Das geht zwar auch teilweise über die Forschung, indem man sie eben upgradet, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche besonderen Gebäude, die ich jetzt noch nicht kenne, die eben die Angriffskraft zum Beispiel steigern. Es gibt zum Beispiel ein antikes Wunder, das weiß ich, dass die Angriffskraft, wenn ich richtig liege, von Fernkampfeinheiten steigert. Blöderweise benutze ich so gut wie keine Fernkampfeinheiten, deswegen habe ich das auch noch nicht gebaut. Das ist, glaube ich, der Nagelsturm oder nicht Nagelsturm, jetzt bin ich wieder komplett bei Forge of Empires, das ist falsch. Es gibt so ein Gebäude, das sind so, ich weiß nicht, wie es heißt, das hätte ich jetzt nachgucken müssen, blöderweise. Es gibt jedenfalls ein antikes Wunder, was das kann, aber eben nur für eine konkrete Einheit, deswegen habe ich das noch nicht gebaut, weil ich eben besonders diese Einheiten, Fernkampfeinheiten, so gut wie nicht benutze. Ansonsten, wie gesagt, mit Gütern wäre das natürlich möglich. Allerdings, da meine Güterproduktion gerade zum Stillstand, zum Erliegen gekommen sind, wollte ich da auch nicht weiter unnötig Güter rausschmeißen. Ich habe jetzt vor allem erstmal ein paar Tauschangebote erstellt, um die ganzen Güter, die ich ja eigentlich produziere, und da hatte ich teilweise Tausende mehr als von den anderen Gütern aus den jeweiligen Stufen, um die wieder ein bisschen auf einen Stand zu kriegen und auch weitere Gebäude upgraden zu können, vor allem weitere Forschung freischalten zu können. Da habe ich natürlich auch weiter geforscht, das seht ihr jetzt.
jetzt einmal ganz kurz. Ich habe einige Forschungen freigeschaltet in der ganzen Zeit. Über 3 Wochen sammelt sich da so einiges zusammen, auch wenn man nicht ganz so regelmäßig online kommt. Und da kann ich allerdings 1-2 Forschungen gerade gar nicht freischalten, weil ich die Güter dazu einfach nicht habe. Deswegen habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen rumgetauscht, beziehungsweise erstmal Angebote erstellt. Die werden dann hoffentlich die nächsten Tage angenommen, um auch diese Forschung weitermachen zu können. Und dann habe ich auch bald schon wieder die nächste Stufe durchgeforscht und werde dann wahrscheinlich wieder daran scheitern, dass ich nicht genügend Provinzen eingenommen habe. Also habe ich heute auch mal wieder einen Provinzkampf gemacht, also eine weitere Provinz eingenommen. Aber auch das fällt mir sichtlich schwer. Ich habe schon wieder fast alle Einheiten verpulvert, und ich hatte nur noch sehr wenige Einheiten und von denen habe ich fast alle verpulvert. Im Vorfeld hatte ich, wie gesagt, schon einen Großteil meiner Einheiten zum Beispiel im Turm der Ewigkeit verschleudert oder in anderen Provinzbegegnungen oder in Turnieren, wo ich auch relativ aktiv teilgenommen habe, aber auch teilweise dann ignoriert habe, weil ich einfach nicht die Zeit oder die Lust hatte. Ich habe zum Beispiel auch ein Gemeinschaftsabenteuer komplett ignoriert und ich habe zwar irgendwie ein paar Embleme oder wie sich die Abzeichen nennen oder Abzeichen auch gespendet, aber eher so die Abzeichen, die ich bekommen habe. Also ich habe ganz einfach meine Tagesproduktion eingesammelt, habe dann so 2-3 Abzeichen bekommen. Das habe ich dann auch nicht aufgenommen, weil ich gar nicht den Plan hatte, das aktiv zu verfolgen diesmal. Und habe die dann auch in den Wegen gespendet, wo wir gerade, wenn ich spenden konnte, da wo wir gerade freigeschaltet hatten. Da kümmern sich zum Glück andere Leute drum, die da ein bisschen kompetenter sind, um das freizuschalten, das ein bisschen zu koordinieren. Und das läuft scheinbar auch ganz okay, sag ich mal. Dieses Mal halt mal ohne mich, da habe ich meine Prioritäten ganz einfach anders gesetzt. Ich möchte momentan aktuell mehr Videos produzieren, ganz einfach. Ansonsten versuche ich auch weiter Beschleuniger für kommende Events zu produzieren, indem ich die in der Magischen Akademie herstellen lasse über das Handwerk. Das ist zwar ja relativ teuer und es gibt relativ wenig. Man muss natürlich immer Kombinationsauslöser ausgeben dafür. Aber es kommen auch ziemlich gute Beschleuniger teilweise dabei rum. Das heißt, da kommen immer so 20 Stunden Beschleuniger oder so. Das kann durchaus helfen. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, bei welchen Quests, zum Beispiel bei Schließe Vorratsproduktion ab, wäre natürlich eine Möglichkeit, zu unter anderem. Das Blöde ist da natürlich, das sind ja in der Regel keine 20-Stunden-Produktion. Da ist es dann immer so, ja, schließe mal ein paar 4-Stunden-Produktionen ab. Und da wäre es natürlich Verschwendung, so einen 20-Stunden-Booster da auszugeben. Aber ich denke, ich habe auch mehr als genug andere Booster bisher bekommen, vor allen Dingen über den Turm der Ewigkeit, wo es auch kleinere Booster dann wirklich in Massen geschenkt bekommen gibt. Und da freue ich mich schon mehr oder weniger auf das nächste Event und bin gespannt vor allem, ob ich da dann besser durchkommen werde und wie viele Quests ich mit den Boostern abschließen kann. Aber ich denke erstmal für dieses Video und für diese Woche hat es dann auch wieder gereicht. Das war so ziemlich alles, was ich gemacht habe die letzten 3 Wochen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in ungefähr 2 bis 3 Wochen, je nachdem wie ich spiele, wie aktiv, wie viel Material zusammenkommt. Und es freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann erstmal bis in 2 oder 3 Wochen. Auf Wiedersehen.